Ich glaube, Sie haben in einer Ihrer ersten Pressekonferenzen da den Vorschlag präsentiert, man möge doch durch eine bestimmte Frist hindurch festlegen, dass bei gleicher Qualifikation von Mann und Frau auf jeden Fall die Frau zum Zug kommt. Ja, war große Aufregung, ich weiß, weil plötzlich haben die Männer gesagt, das ist eine krasse Diskriminierung, wenn bei gleicher Qualifikation eine Zeit lang Männer bevorzugt werden. Frauen bevorzugt werden, der Freud, denn es hat sich ja niemand aufgeregt, wenn es jetzt jahrzehntelang umgekehrt war. Ich freue mich sehr, dass unser Kinospielfilm Die Donal jetzt auch in der wunderbaren Hornzel-Edition erscheint. Der Film über die österreichische Frauenministerin Johanna Donal hatte so viele Zuschauerinnen im Kino und er wurde mit dem Preis für den besten österreichischen Dokumentarfilm ausgezeichnet. Steht da nicht wieder eine Diskrepanz zwischen der Wirklichkeit und dem Buch? Weil das Kind erfährt doch in der Wirklichkeit, dass die Mutter mehr für den Haushalt zuständig ist. Und in dem Buch werden plötzlich Rollenklischees abgebaut. Ich glaube also, dass es zumindest möglich sein müsste, dass die Wirklichkeit mehr Eingang findet. Und da gehört durchaus auch dazu, dass natürlich die meisten Frauen also eben die Hausarbeit machen. Und das jetzt wünsche ich dem Film viel Erfolg, auch auf DVD, und viele Zuschauerinnen, die den Film genießen, Spaß daran haben und sich von ihm inspirieren lassen, sich für eine gleichberechtigte Gesellschaft einzusetzen.